Erwin Schläpfer, 5:1 gegen Lugano, der Sieg kommt doch ein bisschen überraschend kurz vor Jahresende. Ja gut, jetzt kann ich nicht blöffig sagen, wir haben die letzten zwei Matches gewonnen daheim. Nein, aber wir haben jetzt gleich, ich glaube, uns schon ein bisschen gesteigert. Wir haben gegen Biel gewonnen und dann in Bern halt, ist nicht so einfach gewesen, aber auch gut gespielt. Und jetzt heute wieder, aber ja, die 40 Minuten waren wirklich super gewesen. So stelle ich mir es eigentlich ein bisschen vor. Aber im letzten Drittel haben wir dann gleich wieder ein bisschen zu viel zugelassen. Und ich habe eigentlich heute dem Bolzhäuser mal einen Shoutout gönnen können, aber das haben wir nicht angebracht. Aber im Grunde genommen bin ich zufrieden, das ist klar. Guter Match gewesen heute von uns. Sicher auch noch gut für die Stimmung, so das Jahr jetzt doch so beenden. Ja, sicher. Es war jetzt doch der dritte Match am vierten Tag. Und hat dann zuerst schon ein bisschen Schiss gehabt, die Energie. Und darum war es sehr wichtig für uns, dass wir in Führung gekommen sind, dass es für uns gelaufen ist. Oder? Wenn man in den Rückstand kommt, wird es ein bisschen schwieriger im dritten Match, im vierten Tag. Aber so sind wir immer, haben wir Energie bekommen, oder? Durch die Goal, die gefallen sind und alles. Und haben mit dem Sieg können die Woche beenden mit 3 Niederlagen. Das wäre wirklich scheiße gewesen. Und das haben wir unbedingt vermeiden. Und zum Glück haben wir das geschafft. Danke vielmals und Gratulation. Danke.